Ja, entweder ich krieg genügend Kühe, um hier mich, oder ich könnte. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Machen. Ja, hier würde ich das Wild jedoch vertreiben, was sowieso ein bisschen Mangelware ist, weil er manchmal keins findet. Weil ich hätte einfach hier durchziehen sollen, anstatt hier so ums Eck. Also, ein Karren mit Rohstoffen ist so durch. Ich weiß nicht, ob das nicht mal ein Problem bereitet, wenn ich hier die Mauer kaputt mache. Obwohl, sollte eigentlich nicht, aber zur Sicherheit Quicksave machen. Damit wäre dem Jäger geholfen, weil das Wild von ihm mehr Freiraum hat und das hier sieht dann ein bisschen schöner, ästhetischer aus. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Na, das hoffe ich, dass sich das bald wieder gibt. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Oh, und hier sind auch noch Trümmer, die ich loswerden will. So. Jo, 4 Steine, die wir brauchen dafür, aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben genug Geld, um mal Steine zu kaufen. Ihr habt es geschafft. Genügend Boten aus den Provinzen sind sicher in die Hauptstadt gelangt. Solange Prapat jedoch weiter sein Unwesen treibt, werden die Boten nicht in ihre Provinzen zurückkehren können, um die gute Nachricht über Telas Aufbau zu verbreiten. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, jetzt können wir uns um die Räuber kümmern. Ei, schon unterwegs. Aber ja, das sieht hier ein bisschen besser aus mit der Mauer als hier das Eck. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auf euren Befehl. Jawohl. Stürmt los! So, um den Rest kümmern sich dann da drin die Bogenschützen. Sobald wir die Räuber vernichtet haben. Müssen wir nur warten, bis die Palisade ganz abgebrannt ist. Auf euren Befehl. Ei! Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So, Räuber abkloppe. Haben wir scheinbar schon einen Trupp verloren? Nein, noch nicht. Doch, scheinbar haben wir einen verloren. Ja, jetzt haben wir einen verloren, auf jeden Fall. Auf euren Befehl. Stürmt los! Vorwärts! Vorwärts! Auf euren Befehl. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Zum Angriff! Unser Brunnen ist versiegt. Oh.
müssen wir den gleich wieder auffüllen gehen. Wir danken euch für euren heldenmutigen Einsatz. Kommt und eröffnet einen Handelsposten in Mitraschmir. Jetzt will ich aber erstmal gucken, was hier westlich ist. Westlich unseres Tempels, abgelegen am Fluss, befinden sich Eisenvorkommen. Mit diesem Eisen könnt ihr eine starke Stadtwache für Tela ausrüsten. Ach, die waren ja abgeschnitten. Vor uns liegt ein hartes Stück Arbeit. Die Duns Mogul muss wieder zu Sinnen kommen und die Stadt höchstes Ansehen erlangen. Nur mit einem Erzherzog und vielen Prachtgebäuden kann uns dies gelingen. Unsere Siedler müssen hierfür mit seltenen Handelswaren und Luxus stetig versorgt werden. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Karren wurde ausgesandt. Höchstes Ansehen-Reputation mit einem Erzherzog und so weiter. Und nein, hier gibt's leider keine Kühe. Auf euren Befehl. Ihr würdest nur Eisen geben für uns. Wir sollten Prachtbauten errichten, damit alle dem Glanz unserer Stadt Respekt zollen. Das wäre ein Kohlebecken, ja. Schon unterwegs. Also ja, erstmal den Trupps Schwertkämpfer ersetzen. Alles klar. Verstanden. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Na, natürlich dich ausbauen. Die erhöht, verschönert die Stadt. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Dann wieder so ein Teil. Dafür braucht er den Herzogstitel. Ja, dafür wird ja das Ding jetzt ausgebaut. Verstanden. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, dann besetzen wir hinauf mal und hinüber ein paar Bauern. Unser Brunnen auf die ist Mauern, versiegt. Männer! Hinauf und hinüber! Nehmt die Mauern ein! Unser Jawohl. Geologe begibt sich zu einem Sofort. Einsatz. Wir haben einen Handelsposten eröffnet. Lasst uns den Tauschhandel mit unseren Verbündeten beginnen. Ich werde stets mein Bestes geben in euren Diensten. Okay, für die Sonduhr brauche ich wieder Steine. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Auf die Mauern, Männer! Unser Geologe hat einen Brunnen wieder instand gesetzt. So, in erster Linie brauchen Stürmt wir Bogenschützen auf den Bauern. Stürmt die Mauern! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Auf die Mauern, Männer! Rapat hat große Verwüstung angerichtet. Wir stellen den Handel mit euch vorerst ein. Wenn ihr uns Holz sendet, können wir die Schäden beseitigen und den Handel mit euch wieder aufnehmen. Ihr müsst euch vorsehen. Die neuen Allianzen Telas stehen auf dem Spiel. Wenn ihr den Dörfern nicht rechtzeitig zur Hilfe eilt, bevor Prapat weiteren Schaden anrichtet, könnten sich die Siedler von euch abwenden. Ohne diese Versorgungsquellen wird Tela niemals zu altem Glanz zurückfinden. Ein alter Freund ist auf dem Weg zu euch. Ihr solltet ihn kennen. Namavili, der Priester der echten Kana. Er kommt von Osten und ersucht euch um eine Audienz. Aber seid auf der Hut vor Prapat und stellt sicher, dass Namavili nicht zustößt. Ein Karren wurde ausgesandt. Auf euren Befehl. Also von Osten her. Wird er kommen? Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Wo ist das Holz? Ach, da oben geht's hin. Warum auch immer es da oben geht. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auch gut. Danke. Wir können wieder Handel treiben.
Außerdem werden wir unsere Palisaden wieder instand setzen. Das sollte uns bei kommenden Angriffen mehr Zeit verschaffen. Ah! Wenn das nicht unser verräterischer Freund ist. Männer! Geht in Position! Dieser Ketzer muss sterben! Ich werde angegriffen! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen, wie ihr wünscht. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Es gibt hier einen Weg? Tatsächlich hier die Straße ab. Ach, aber das ist ja... Ei! Ei! Ein Karren so mit Rohstoffen nicht unser Territorium. Milch für Holz. Ja, warum nicht? Und ja, diese Kuhdinger sind so riesig, ey. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wisst ihr nicht, wo ich da noch welche bauen könnte? Die Regenzeit hat eingesetzt. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So viel Grün besitze ich nämlich wirklich nicht. Kornfeld. Außer das Grün hier oben natürlich, aber das ist verdammt weit weg, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, da bleibt mir nicht viel anderes übrig, als das Grün hier zu nehmen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Weil das Grün da reicht auch nicht aus. Ah. Aber ja, das Teil errichten. Können wir leicht machen. Wo habt ihr jetzt eigentlich eine Palisade errichtet? Würde ich gerne wissen. Es geht ja nur um die Palisade, dachte ich. Ah, ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Dann errichten wir mal die Dinger hier. Ins Holz gehen, aber ist okay. Holz haben wir ja genug. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Freunde, ich bringe gute Nachrichten. Nachdem ich euch den Weg nach Idukun wies, ließ mir Sarayas Sorge um ihren Vater keine Ruhe. Ich suchte und wurde fündig. Ich habe die Rezeptur des Gegengifts. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Müssen wir uns erstmal hier rum kümmern. Und ja, können schon mal unsere erste Käserei errichten. Die wollte ich ja hier oben bauen. Wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir auf 150 Siedler kommen. Das ist ja doch die nächste Hürde.
Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Also ja, was ich zum Beispiel machen könnte, was ein bisschen helfen dürfte und auch mehr Wolle bringen dürfte, ist mehr Schäfer. Ich werde hier oben dann auch 2 Kuhfarmen brauchen und jede Menge Kühe.